Herzlich willkommen, liebe Martina Schöne. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ich habe dir ja von meiner Idee erzählt mit dem Kreativmarathon und jetzt bist du dran. Zeig mal deine Reaktion auf mein erstes Posting. Ja, also ich habe noch nicht mal das Posting ganz durchgelesen gehabt und habe schon gedacht, okay, da bin ich dabei, egal was es ist. Und ich habe nur gelesen von der Idee, dass wir ins Guinness-Buch der Rekorde kommen wollen und das mitzeichnen. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, ja, das will ich auch. Und fand die Idee grandios und überhaupt nicht verrückt, so wie du ja am Anfang gedacht hast, dass dich dann alle für verrückt halten. Das fand ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich fand das ja endlich mal was anderes, nicht immer das Gleiche, was jeder anbietet, sondern wirklich Hammer. Ja. Also, es ist einfach so, die Ideen sprudeln und die müssen dann bei mir erstmal raus, damit ich mich überhaupt sortieren kann, ne? Und deshalb lesen sich vielleicht die Postings im ersten Moment für Menschen, die mich jetzt nicht kennen, etwas durcheinander oder sie verstehen es gar nicht, ne? Man könnte damit nichts sagen. Und nun bist du ja auch Neurografiktrainerin. Und die Neurografiktrainerinnen und Trainer haben ja schon sowieso viele, viele Kilometer mit den Buntstiften und mit den Stiften hingelegt und gezeichnet. Und dann habe ich für mich gedacht, das sind auch die ersten, die ich ansprechen und einladen möchte, sich bei diesem Marathon zu beteiligen. Nun ist aber daraus jetzt schon viel, viel mehr entstanden. Wir wollten das Projekt ja am 9. Januar auf unserem Jahresauftakt vorstellen, aber Ja. es schreitet so schnell voran und die Leute sind so begeistert und wollen unbedingt mitmachen und das Projekt unterstützen. Und da haben wir jetzt schon die Anmeldeseite freigegeben und die ersten Künstler melden sich an. Und du hattest mir ja auch gesagt, wir haben ja dann auch drüber gesprochen, du möchtest dann auch bei dir vor Ort einladen, ne? So. Ja. Also ich habe einiges dann im Kopf. Ich bin ja da wie du. Also da sprudeln ja dann bei mir auch die Ideen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen und habe überlegt, ob ich dann mit dem Projekt an Schulen, an Kindergärten oder an öffentliche Einrichtungen gehe und dort frage, wer Lust hat. Und da würde ich dann sozusagen einen Pauschalbetrag machen, den man dafür zahlt. Und dann können sich so viele Schüler und Schülerinnen oder Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie sie möchten, beteiligen, da ich mich ja bei dir auch als Sponsorin gemeldet habe, ist das für mich nochmal eine andere Nummer, das Ganze aufzuziehen und vor Ort nochmal publik zu machen. Und ja, vor allen Dingen, ich habe in meinem Repertoire zwei große Zeichenrollen, wo wie viel Kilometer, ich weiß nicht, vielleicht 100 Meter oder 10 Meter, ich glaube 10 Meter sind es, 10 Meter Papier drauf sind. Und ich habe tatsächlich vor, diese zwei Rollen zu füllen mit Bildern. Ja, wow, Ja. großartig. Da entstehen immer und immer mehr Ideen und mal gucken, wir haben ja ein ganzes Jahr. Es geht zwar immer schneller rum, als wir denken können, aber ich habe da schon viele Ideen, wie ich auch da irgendwie Beiträge zu diesem ganzen Vorhaben beisteuern werde. Nicht nur halt finanzieller Seite, sondern eben auch mit der Seite, dass wir das verwirklichen, diese Kilometerzahl zusammenzubekommen. Und was ich halt auch großartig finde, es ist ja jeder Kreative eingeladen, dabei zu sein. Und ich hatte gestern eine Anfrage, da gibt es eine Hutmacherin. Und wie wollen wir das dann berechnen? Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir den Durchmesser des Hutes.
Warum nicht? Also Abgabe, ich ne? meine. Also wir sind da wirklich für alles offen. Wir haben jetzt schon auch Musiker, die sich angemeldet haben. Da geht es darum, die können dann ihre Musikvideos zeigen. Wir haben jemanden mit einem Podcast, einem sehr interessanten Podcast. Auch das ist ja so vielfältig, Kreativität, ne? Und da freue ich mich riesig drauf, was sich gerade für Menschen bei mir melden und da eben auch aktiv mitarbeiten können. Und gerade heute hatte ich ein Telefonat. Das wird viel größer, als wir uns das jetzt vorstellen können, weil ja, dieser Mensch halt wundervolle Kontakte hat und wundervolle Ideen mit reinbringt und uns als Verein dann eben auch dabei unterstützt, dass wir es doch anstreben, nicht nur virtuell diese Zentimeterzahl zusammenzukriegen, sondern dass wir darauf hinarbeiten, das Projekt in 2024 mit einem richtigen Event umzusetzen. War ja meine Rede, gell? Kannst du dich erinnern? War ja meine Rede. Ich habe Ja, immer. das kriegen wir vielleicht auf einem Feldweg hin, ein bisschen was auszulegen. Und ich habe dir gesagt, nein, da muss ein richtiges Event her. Also deshalb, wir werden 2023 jetzt natürlich nutzen, wirklich um zu sammeln Ja. und darauf hinzuarbeiten, dass wir ein tolles Offline-Event in 2024 machen, wo wir dann auch zeigen, was wir zusammenbekommen haben. Ja, also es wird eine spannende Nummer. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass wir wahrscheinlich mit Menschen zusammenarbeiten werden, die uns wahrscheinlich unsere ganzen Bilder sogar in einer Slideshow zusammenfassen können, was total genial wäre. Also da kenne ich auch jemanden, vielleicht hat der Interesse. Also ich habe da Ideen und wie du hier hinten siehst, das ist auch das erste Bild, was ich schon in unserer Gruppe geteilt habe, was ich eingereicht habe. Und da werden noch ganz, ganz viele Bilder von mir und vielen Menschen folgen. Und ich freue mich einfach, es wird noch mehr Kreise ziehen, als du es dir jemals vorstellen konntest. Du hast sozusagen das Samenkorn gesetzt und das vermehrt sich gerade wie, man kann es wirklich mal sagen, wie Unkraut. Also es Also, wird. es fühlt sich an wie Popcorn. Weißt du, so. Ja, stimmt. Überall poppt wieder irgendwas auf, eine neue Idee, Und die es dazu ist so beiträgt. grandios, dieses Ja, ist es. Zusammenwirken. Und ich finde es halt auch für die Künstler schön, eine schöne Möglichkeit, sich zu zeigen mit dem, was sie da machen. Und wir haben ja gesagt, wir machen das, um natürlich auch das Ahrtal zu unterstützen. Mit den 50% der Erlöse fließen weiter und auch da bin ich am Kontakte knüpfen. Und ich finde, wir können da alle unseren Beitrag zu leisten, ne? Ja, also ich denke auch gerade, viele werden jetzt auch sagen, ja, wieso das Ahrtal, das ist doch schon wieder hinfällig alles. Nein, nein, nein. Die Menschen dort im Ahrtal, für die geht das Leben gerade wirklich in schwieriger Weise weiter. Also ich habe mir dieses Buch geholt von dem Markus Wipperfürth, der einer der ersten Helfer war bei der Katastrophe. Und der hat da so eine wirklich wichtige Dokumentation mit dem Buch gemacht, wie es wirklich war. Und da ist noch so viel zu tun. Da ist wirklich noch so viel zu tun. Und ja, ich.
Ich liebe das einfach, da zu helfen, wo es nötig ist und wo ich dann auch weiß, es kommt wirklich bei den Leuten an, die es gebrauchen können. Ja. Ja, ich bin sowieso ein Freund auch. Wir haben eigentlich im eigenen Land, also ich meine, ich sitze jetzt in der Schweiz, wir haben eigentlich im eigenen Land immer genügend Sachen, wo man eigentlich unterstützen sollte und nicht immer alles ins Ausland, weil gerade im eigenen Land ist doch die Not oftmals, die wird nicht gesehen und auch vom Staat jetzt nicht unbedingt immer unterstützt, muss ich sagen. Also wenn ich mitbekomme, ich bekomme immer so am Rande Berichte mit, ja, selbst Leute im Ahrtal, die fast nichts mehr haben, nehmen Flüchtlinge auf aus der Ukraine wegen dem Krieg, die geflüchtet sind. Das sind für mich so Geschichten, ja, die wissen selber gerade, was für eine Scheiße ihnen passiert ist, zu gut Deutsch, und helfen selber dann, indem sie ihre Türen öffnen und denjenigen das teilen. Und das ist für mich Menschlichkeit. Das ist für mich das, was ein Mensch mit der Nächstenliebe ausmacht. Dass man nicht sagt, oh, ich scheffel immer mehr und ich will immer reicher werden und ich vergesse alle um mich rum. Sondern dieses, okay, mir geht es jetzt gerade zwar auch nicht so gut, aber ich helfe auch anderen Menschen. Und ich bin ja sowieso so jemand. Also ich gucke ja immer, ich habe ja schon Projekte gehabt, ich habe schon einen Umsonstladen aufgemacht, der leider nicht sich halten konnte, weil die Spendengelder ausgeblieben sind. Aber die Leute, die waren eigentlich dankbar dafür, dass es das gab. Auch jetzt gucke ich, dass ich nachhaltig unterwegs bin. Ich habe gestern zum Beispiel zwei Matratzen mehr abgeholt, die sollten heute entsorgt werden. Und für uns sind die noch super gut, Bezüge alles waschbar und können weiterverwertet werden. Und wenn man so unterwegs ist, nachhaltig, anderen Menschen hilft, ja, was will man mehr? Dafür sind wir Menschen, dass wir uns unterstützen. Gerade in der jetzigen Zeit ist doch Zusammenhalt und Miteinander so wertvoll und wichtig. Ja. Deshalb, Definitiv. deshalb haben wir auch gesagt, also wir laden ja auch ein, wirklich das Projekt zu sponsern. Und das kann auch jemand sein, der ganz am Anfang ist und nicht großartige Mittel in Werbung investieren kann. Ja? Kommt auf mich zu, sprecht mit mir. Sponsoring ist wirklich wertvoll, auch für dich als Unternehmerin oder Unternehmer, als Solopreneur. Mit einem kleinen Beitrag als Spende bekommst du durch die Aktion Videos, die wir auf unserem YouTube-Kanal teilen. Das sind Gespräche von Herz zu Herz und lasst uns einfach zusammenstehen, gerade in der Zeit. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, genau, so sehe ich es auch. Schön, dass wir uns gefunden haben. Was möchtest du unseren Zuschauern noch mitgeben, liebe Martina? Außer dass Also, sie sich natürlich unten anmelden sollen und dabei sein sollen bei dem Kreativmarathon. ich möchte euch Mut machen, wenn ihr dieses Video hier seht, meldet euch bei Petra. Meldet euch an und ich bin auch schon gefragt worden, warum soll ich Geld zahlen, dass ich mein Bild zur Verfügung stelle? Und das finde ich noch einen ganz wichtigen Hinweis. Wenn ihr bei einem Marathon mitmacht, dann zahlt ihr auch ein Startgeld und könnt dann erst mitmachen. Und genau so ist es bei uns, damit das alles, was im Hintergrund gerade schon läuft, bezahlt werden kann. Und die Hälfte davon, das muss man nicht vergessen, geht ja auch ans Ahrtal schon von diesem Beitrag. Das ist für mich ein also sehr geringer Betrag. Petra, du kannst ihn gleich nochmal nennen. Das ist ein wirklich geringer Betrag, den ihr zahlt, damit ihr daran teilnehmen könnt
und dass ihr eure Bilder einreichen könnt. Und wenn ihr Künstler seid, werdet ihr vielleicht darüber sogar bekannt, berühmt, wer weiß, was auch immer, gell? Das Genau. sind meine Worte noch dazu. Also das Startgeld beträgt 47 Euro. Das zahlt jeder, der sich anmeldet über die Homepage, die wir unten in die Shownotes packen. Und wir haben gesagt, wir brauchen da ja natürlich auch viele Kapazitäten. Wir können nicht 100% speichern. Spenden ans Ahrtal, aber wir können uns unsere Arbeit, unser Engagement, das Ganze, was dahinter steckt, die Webseiten bauen, die E-Mail-Liste, das Telefonieren, das zu Menschen hinfahren und mit denen drüber sprechen, die Fahrtkosten, das muss ja alles getragen werden. Ja, und das kann man nicht nur mit ehrenamtlicher Arbeit leisten. Das ist so. Weil dann brauche ich gar kein Projekt anzufangen. Ich stecke da meine ganze Liebe rein. Und trotz alledem muss ich Systeme bezahlen, genau wie jeder andere auch. Es wird mir auch Genau, geschenkt. ja. Und mir ist es dennoch wichtig zu sagen, also 50% der Erlöse möchten wir gerne als weitergeben, damit es einfach auch wirklich ein Charity-Event ist. Und wir sorgen auch dafür, dass es wirklich an die Menschen kommt, die das Geld brauchen. Ja? Also da Ja. ist, mehr können wir von unserer Seite als Verein einfach nicht machen im Moment. Ja, also ich finde, das war jetzt mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, Leute, wir machen hier eine Nummer, die wirklich einem Marathon gleicht. Und auch ein Marathon hat seine Leute im Hintergrund, die arbeiten müssen. Es müssen Plakate erstellt werden. Es ist so viel, was im Hintergrund läuft, was man so gar nicht mitbekommt, nicht sieht. Und da ist das für mich ein schwindend geringer Betrag, der da wirklich in die Arbeit reinfließt und der Rest fließt wirklich ins Ahrtal. Also, worauf wartest du? Melde dich an! Ja. Was ich vielleicht auch noch den Künstlern mitgeben möchte, wenn ihr an einer Ausstellung mitmacht, dann müsst ihr dort auch bezahlen. Ja, also ich habe bei einer Ausstellung mitgemacht, da habe ich 150 Euro bezahlt, konnte 3 Bilder ausstellen. Und wenn es über eine Galerie läuft, dann nimmt die Galerie, wenn da ein Bild verkauft wird, nimmt die 50%, 30%, je nachdem, was ihr verhandelt habt. Wenn ihr im Rahmen unseres Marathons, wenn da einer auf euch zukommt und ihr verkauft ihm das Bild, dann ist es euer Verdienst. Wenn ihr dann sagt, das ist so eine coole Nummer, wir spenden davon was an den Verein, ist es für uns großartig. Aber wir wollen ja auch Künstlern helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja. Und dafür machen wir ja viele Aktionen. Und also es lohnt sich so oder so, weil auch für werbetreibende Unternehmen lohnt es sich. Ja, wenn ich eine Ja. Werbung schalte in einer Zeitung mit einem Bild dabei, dann bezahle ich 400 Euro. Hier kriegst du, kommt auf die Spende drauf an, noch ein Video dazu, wo wir uns unterhalten, wo du mir sagen kannst, was du für eine Firma bist. Ja, also besser geht's nicht. Ja, nur eine Kleinigkeit zu mir. Ich bin Martina Schöne. Und bin Coach bei meiner eigenen Coaching-Art Martina Schöne Firma sozusagen und Kreativkünstler, Kreativcoach. Und wer mich kontaktieren möchte, wir werden auch meine Webseite noch unter das Video posten. Dann könnt ihr euch mal schlau machen, was ich so alles anbiete. Genau. Und ich freue mich natürlich auch riesig, dass du uns so ein tolles Produkt mit in die Verlosung reingegeben hast. Na, vielleicht magst du da auch noch mal kurz was zu erzählen, Martina.
Ja, also ich habe der Petra gesagt, es gibt von meiner Seite aus einen Geldkreationsworkshop, der noch bis Ende des Jahres zu einem Sonderpreis von 249 netto erhältlich ist. Und ab nächstem Jahr wird der Preis angehoben und wird 888 netto kosten. Und bei diesem Geldkreationsworkshop kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Diese Videos, die dort zur Verfügung gestellt werden, die wirken einfach. Und ich gucke sie mir sogar selber jeden Tag an, weil ich mich durch mich selbst sozusagen anleiten lasse. Und Petra, du hast ja auch schon das ein oder andere erfolgreich damit Ja. dir in dein Leben gezogen. Also ich bin begeistert von diesem Geldkreationsworkshop und ich glaube sogar, dass der auch etwas mit dem, was gerade in meinem Leben ist, zu tun hat. Ja. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du dabei bist, liebe Martina. Das ist einfach fantastisch. So, ihr lieben Zuschauer, wir wollen euch nicht länger aufhalten. Genießt den vierten Advent heute noch und wie gesagt, schaut unten, abonniert unseren Kanal, lernt dadurch tolle Menschen kennen und habt eine gute Zeit. Wir sehen uns, eure Petra Poth und Martina, bis bald.